Hallo und willkommen zurück bei Clanvolk. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich das so mache, dass Arbeitsgebäude sein eigenes Gebäude sind und dann Wohnhäuser kriegen nochmal, also die kriegen alle ihr eigenes Wohnhaus. Vielleicht teilen die sich auch eins. Mal gucken. Auf jeden Fall, boah, hier gibt es wieder so viele neue Sachen. Hier noch ein Geschirrspüler und Geschirrschrank und alles. Okay. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall auch Kies. Wobei ich bin hier noch gut am Abbauen. Aber gut, das ist auch eher Eisen, ne? So, wir können hier ein bisschen Stroh holen. Einmal bitte Stroh ernten. So, hier mache ich getrocknete Flachshalme. So, und auch einmal bitte den Stroh abernten. Haben wir jetzt schon wieder hier den Geschirrschrank. Ich brauche so viel Platz. So viel Platz. So, wie wäre es erstmal, wenn wir wieder Aufgaben abbauen würden? Okay. Ich baue jetzt erstmal nichts. Lassen wir die erstmal arbeiten. Das Einzige, was ich noch mache, ist für Bad Kitty das Bett. Oh, das ist schon fertig. Habe ich gar nicht gemerkt. Einmal bitte da hinlegen. Warum will der denn jetzt hier wieder die Ressourcen haben? Der soll das doch einfach nur da hinten hinlegen. Erstmal ein Speedy aktivieren. So, Bad Kitty hat sogar sein eigenes Bett schon dahin getragen. Perfekt. So, die werden wir dann jetzt direkt hier rein platzieren. Dann können wir hier draußen das erstmal wegmachen. Huch. So, und jetzt erstmal bitte Arbeit. Ich werde hier hinten nochmal eine Toilette bauen.
kriege ich das vielleicht hin, ein komplettes Badezimmer hier hinzusetzen? Wenn wir jetzt mal überlegen, so eine Badewanne. Also wir könnten hier zwei Toiletten hinmachen. Ein Waschbecken. Und eine Badewanne. Das würde passen. Ein bisschen eng, aber es würde passen. Nee, da machen wir kein Fenster hin. Machen wir wieder einen Fliesenboden rein. Ist die Frage, ob wir die Toiletten dann noch irgendwie dingsen sollen. Wir können ja... Oder ob die dann da alle Mann zusammen auf Klo gehen wollen. Ich glaube, so früher, wenn so Latrin-Dinger, da saßen wirklich alle nebeneinander, ne? Ich werde das Waschbecken drehen. Ich habe halt überlegt, ich könnte halt hier eine Tür hinmachen, hier wieder eine Wand und hier wieder eine Tür. Aber wir können es ja erstmal so lassen. Können hier alle nebeneinander scheißen. Vielleicht gefällt denen das ja. So, wir brauchen auf jeden Fall Bretter. Wir haben aber kein Holz mehr. Ray hat ein Bad genommen. Hier waren noch Schüsseln in Herstellung oder was? Ich ärgere das schon so ein bisschen, dass ich baue nochmal zwei von denen, weil wir von denen einfach keine mehr haben. Wir können das ja so machen, dass wir zumindest eins haben von denen. Damit, wenn wir keine Eisen haben, damit wir zumindest etwas haben.
So, wir haben ja die Kleidung, haben wir schon nach unten verlegt. Das heißt, hier ist mehr so das Bauernhaus. Der muss noch hier rüber. Und der kann wieder hier rüber. Ich muss hier noch ein paar von diesen Zonen erstellen. So Flammenblockade. Überall da, wo Leuchtfackeln sind. Der sprüht nichts, okay. Na, ich weiß gar nicht, ob ich die Fackeln überhaupt noch brauche dann, ne? Ist ja eigentlich nur, damit ein bisschen Licht ist. Aber zum Beispiel viele der Häuser haben gar keine Fackeln. Jetzt kriege ich zumindest wieder ein bisschen Holz. Aber das ist alles schlecht, weil es halt... ihr Dings ist. Oh, da ist der schicke Holzboden. Könnte noch mal ein Händler kommen, der hier diese ganzen Sackleinen-Sachen mir abkaufen würde. Oh. Hier kann man schon mal Beeren sammeln. Okay, nee, Beeren 0, aber man könnte Äste sammeln. Das sieht so aus, als wären da noch Beeren. Beeren werden schnell schlecht. Naja, noch habe ich genug Essen. Lassen wir die in Ruhe arbeiten. Die haben genug zu tun. 20 Sachen, die geboostert sind. Ach, die Beeren. Das ist eine richtig dicke Eisenquelle hier drin. Finde ich gut. So, das müsste auf jeden Fall ein paar Beeren geben. Alter, hier so oben sind ja noch mehr Beeren. Ja, reicht erstmal so. So, da wir auch endlich hier den Flachs haben, auch nur, weil wir den gekauft haben, lustigerweise,
Können wir den richtig anbauen jetzt? Und kriegen dann wahrscheinlich neue Klamotten. Wir brauchen noch Golderz. Ich muss mal einen Lüfter bauen. Zack, Lüfter gebaut. Hatte ich nicht gesagt, dass ich hier nochmal zwei Betten bauen wollte? Alter, so eine Badewanne braucht echt viel Wasser. Okay, schön auf dem Pott. Kann auch jeder, wenn die ein eigenes Haus haben, können die auch eine eigene Toilette haben. Jetzt geht die nur in der Grube. Nuninator ist nun erwachsen. AK ist nun erwachsen. Waren das vorher alles Kinder oder was? Ja, die werden jetzt alle erwachsen. So, das heißt auch, die Arbeiten werden jetzt besser, ne? Dass sie in der Arbeit stärker sind. Guck dir mal an, wie die hier den Bergbau reinknallen. Das sind alles Bergbauliebhaber hier. Der Einzige, der kein Bergbauliebhaber ist, ist Micha. Kann das sein? Doch. Wo ist denn Micha die ganze Zeit? Oh, Händler. So, ich kann verkaufen. Rinde. Du darfst gehen. So, was ist mit dir? Beeren. Wir kaufen die Beeren. Und jetzt darfst du auch gehen. So, damit wäre dieser Felsen auseinandergenommen. Oh, was haben wir hier? Ah ne, der ist im Aufbruch. Ich meine, wir können ein bisschen Kies hier aus dem Stein holen. Den hier verbiete ich mal. Genauso wie die hier. Ach, sorry. Aber wenn wir ein bisschen mehr Kies brauchen, können wir den ja hier rausholen. Wenn die eh so gerne hier Stein kloppen.
Aber Gold haben wir jetzt noch nicht gesehen, ne? Hier vielleicht mittendrin. Wobei ich würde sagen, hier ziehen wir den Kiesboden zumindest einseitig durch. So. Man muss halt immer dran denken, diese scheiß Eimer zu bauen, ne? Weil man die nicht so automatisiert machen kann. Oh, krass, wir haben alle Büsche eingepflanzt. Perfekt. Okay, wir müssen auch noch mal ein bisschen Holz hacken. Dabei haben die so viele Aufgaben zu tun. Wenn die hier den Boden endlich mal gemacht hätten. Wobei, ich kann den ja priorisieren. Dann könnte ich hier die Anpflanzung schon mal machen. Oh nein, es regnet. Wir brauchen ein Lager für Nachttöpfe. Hier ist ein voller Nachttopf. Was machen wir denn mit dem vollen Nachttopf? Voller Geheimnisse. Wird im Komposthaufen entleert. Alles klar. Was machen wir? Wo muss denn jetzt diese Dings rein, frage ich mich. Aber bevor wir hier irgendwas Neues bauen, müssen wir erstmal Dings bauen. Oh, ein Händler. Können auch mal Rinde verkaufen. Steinreus selber. Jetzt haben wir relativ viel Flachshalm, kann das sein? Scheune habe ich noch nicht.
Ehren muss ich nicht mehr kaufen, darfst gehen. Zwei, vier, okay. Wir haben 2400. So, die kommen weg. Ah, AK macht sauber. Machen überall da, wo wir den automatischen Transport haben, machen wir mal an. Damit das hier ein bisschen aufgeräumter ist. Wenn das Kacke ist, dann machen wir es wieder weg. Der Boden wurde endlich gemacht. Und wir können Flachs anpflanzen. Yay! Der hat auch eine hohe Prio. Damit es hier vorangeht. Schön, wenn alle mithelfen, dann klappt das auch. Wir entfernen mal Fackeln. Brauchen da auch noch ein Dach? Ein Reisender. Was will der? Über Nacht bleiben? Oh, kannst du. Feuerfeste Lüftung. Ich wollte aber mal gerade gucken, ob wir... Wir haben doch hier so Trinkwassergebiet, ne?
Ah, okay. Ich dachte so, vielleicht kann man das ja markieren. Aber nee. Mal hier sortiert werden. Okay, Ray ist hart beschäftigt, aber dann müssten wir doch eigentlich genug Bretter haben. Okay, okay, wir haben gerade so Bretter. Wo werden denn die Nägel gelagert? Hier drin, okay. Nägel haben wir einige. Götterfunke ist schön am Düngen. Das freut mich. So, Eisen kaufen. Weil wir haben so viel Eisen, das müssen wir eigentlich gar nicht kaufen. Kaufen wieder Klamotten. Oh, wir haben hier richtig gutes Leder. Kies holen wir uns selber. Das kaufen wir nicht. Rinde. Tschüss. So, dann haben wir hier noch jemanden. Einstellen. Was kannst du? Du kannst sammeln. 42 pro Tag kostet der. Hätte er so Kleidung oder sowas, was wir nicht so gut haben, dann hätte ich gesagt, ja, aber er kann halt sammeln, ne? Sorry, Bro. Wobei, einen Transporteur könnten wir sehr gut gebrauchen. Ah, Steinbruch. Sieh mal eine an. Hier können wir Steine aus dem Vorrat holen. So, wie viel haben wir hier? Das Lehm? 200. Wie viel Kies kann denn hier rein? Ah, wahrscheinlich einiges, ne? Machen wir so bis 400. So, wie viel können denn im Steinlager sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir da auch nur 6 rein. Und dann brauchen wir die nicht. Ich dachte ja eigentlich, dass wir Eisen und so da rausholen können, je nachdem, wo wir den bauen. Vielleicht geht das ja auch. Aber kriegen wir direkt wieder hier Kies, sehr schön. Ah, der Boden wird mal vorangemacht. Schön. Alles läuft, funktioniert. Wobei wir bräuchten wieder mehr Holz. Wir haben sehr viele Pilze hier.
Müssen wir mal gucken, wo wir anfangen, so Bäume zu fällen. Boah, hier ist ein Riesengebiet, ne? Könnten hier unsere Basis so ein bisschen ausbauen. Hier einfach mal ein paar Bäume fällen. Na, da wo der Mensch kommt, muss die Natur weichen. Wir kennen das doch. So, wir machen zuerst mal die Ziegel. Also den Ziegelstein, damit wir die Wände schnell durch haben. Und dann kümmern wir uns ums Dach. So, und ich würde sagen, das war's auch schon für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!